nicht, dass ich hier hinten noch irgendwas habe. Manchmal, man hat doch im Inventar so zwei Dinger, ne? Einmal Stein und einmal den Rucksack. Und manchmal habe ich da hinten in diesem Steine-Ding auch Zeug drin. Jetzt gebe ich hier mal die ganzen Mineralien. Achso, erstmal müssen wir es brennen, ne? Bevor wir es abgeben. Genau, erstmal alles brennen. Aber die Mineralien kommen ja dann eh in die kleine Kiste, ne? Nachdem sie gebrannt sind. So, da sind sechsmal Gold. Nehme ich mal raus. Oh, wir haben Flares. Flares. So, was war hier nochmal drin? Hier ist so ein Scheiß drin. Das Fleisch kann ich noch brennen. Warum kann ich den einen ganzen Gold, Reise kann ich jetzt den Gold nicht schmelzen? Da ist noch so ein Puffel. Du brauchst immer zwei, Also bei manchen Sachen sogar mehr. Was ist das hier? Small Leather Bongo. It's just a Bongo Mongo Hongo. So, das Gold wäre dann erledigt. Dann kümmere ich mich mal ums Copper. So, das Medipack werde ich alles zählt noch da rein. Ich denke, meine eine Axt werde ich dann noch mit mir führen bei unseren Abenteuern. Falls ich dann doch mal irgendwie was Starkes brauche. Ich gucke mir das Ganze an. Die kann ich eigentlich auch mal genau da oben reinziehen und pflanzen. Jetzt habe ich die Taschenlampe weggemacht, bin ich ein Affe. Chirotom, pflanze noch ein bisschen was. Aber an Essen wird es uns wahrscheinlich nie wieder mangeln. So viel Zeug hier. Klick, 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 so. Haben wir irgendwo eine separate Kiste mit so Samen oder Essen oder sowas? Ja, von den die zwei rechten Schränken ein. Ich glaube, der erste, an dem du stehst, genau. So. Da wollte ich Grünzeug und Essen reinpacken. Wobei es fast sinnvoller ist, wenn wir das Essen fast immer dabei haben einfach. Das nehme ich direkt mal mit, das Ding, das du reingelegt hast. Ja, wir haben hier 600 Plant Fiber. Haben wir da das drin. Das heißt, da brauchen wir erstmal nichts mehr abbauen. Das spart Zeit. Ja. Das pflanze ich jetzt auch nochmal schnell. So, habe ich noch irgendwas dabei? Was ist das? Bone. Das sind diese, das ist dieser komische Zahn oder was da einer gedroppt hat. A string of bones hang from the... Keine Ahnung. Mach den am besten vielleicht in die wertvolle Truhe, wo auch die wertvollen Sachen drin sind, die ganz wertvollen. So. Das ist einfach eine Dekoration, sehe ich gerade. Kann man irgendwo an die Wand setzen. Also? Da hängen einfach Zähne runter. So afrikanisch. Lächerlich. That's ridiculous. Hast du schon alles in die Dinge gelegt? Aber irgendwie gar nicht so viel mit Zeug mitgebracht, kann das sein? Bei den wertvollen Sachen. Es ist extrem viel noch im Ofen drin. Und noch nicht fertig. Ja, ich hab schon rausgeholt. Also, ich meine, wir haben schon viel. Wir haben 132 Eisen, 27 Silber, 97 Kupfer und so weiter. Das ist ja dann immer nur ein Drittel von dem, was wir gesammelt haben, weil manchmal brauchst du ja drei Stück oder so. Das auch, aber ich meine einfach, ich dachte, wir hätten mehr verschiedene Sachen gefunden, aber eigentlich gibt's gar nicht so viele verschiedene Rohstoffe hier überhaupt, ne? Hm. Da habe ich mich einfach vollgekotet auf einmal. So, wir konnten aber nochmal teilen. Scheiß, hier. So. So, so. Dann mache ich mir wieder Bandagen. Ich habe jetzt wieder 23 Bandagen. Und jetzt versuche ich, denke ich, auch mal so ein Ding zu machen. So eine Light, so ein Rope, so ein Climbing Rope. Leider gar, Baby. Iron Bar. So, dann mache ich hier weiteren Dekokram rein. Die Bombe behalte ich mal bei mir. Vielleicht kann ich die irgendwann mal verwenden. Ah, weißt du, was du gleich machen? Wenn du dich hier ganz rechts hinstellst, siehst du doch diese pinken Teddybären. Machen wir so ein kleines schmales Loch rein, dann schmeiße ich die Granate mal rein. Was für ein Wirkungsgrad das Ding hat. Habe ich noch. Ah, das ist noch Samen. Ach, cool. Was ist das? Das war das Seil, aber man hat irgendwie nur. Also, hier ist ein. Ah, das sind jetzt beide. Aber wenn du es einmal benutzt, ist es dann auch weg. Also, du brauchst es. Musst es dann echt wirklich dringend benutzen. Dringend korrekt benutzen, meine ich. Ich habe jetzt das Wichtigste mal eingeräumt. Was habe ich hier noch? Ah, ich habe auch Climbing Rope. Ah, ich habe noch. Ich hab 20 Copper, muss ich auch noch einräumen.
Ich hab's dir gerade zugeschmissen, das Climbing Rope, aber nutze es lieber nicht, weil das muss man echt dann. Kannst du mir noch eins hinschmeißen von den Climbing Ropes? Ich hab dir, glaube ich, zwei hingeschmissen. Achso, ja, Moment, gebe ich dir gleich zwei Platz. Musst du mit Rechtsklick teilen, ne? Mit Rechtsklick. Ich glaube, der ist auch selten. Platinum Bar. Cool. Alter, ja. Oh, was essen? Oh, du verhungerst wieder. So, du wolltest so ein Climbing Rope. Haben. Genau, eins. Ups. Ich glaube, jetzt hast du eins schon verschossen. Ne, ich habe immer noch zwei. Ah, okay. Grad, wie das ist von mir dann weggegangen. Kann. Ich dachte einfach hinschmeißen. Einfach mit Q, ne? Warte. Aber du musst erst mit Rechtsklick teilen, praktisch, also, dass du eins oben im Inventar hast. Genau, das war ein Fleisch. Genau. Thanks. So. Ach so, meine Truhe ist immer noch voll. Alte Äxte, alte Waffen. Wo mache ich das am besten hin? Habe ich noch ziemlich viel. Ich weiß nicht. Samen. Ein gecraftetes, haben wir ja gesagt. So. Jetzt haben wir auch schön aufgeräumt hier. Ich hab mich noch kurz hoch ins Bett. Eps. Ah, ist das schön. Sind ja eigentlich Grünzeug. Sind das ja einzelne Stufen? Naja. Dann habe ich hier Tränke, da weiß man auch nicht so genau, wo man es am besten hinmacht. Dreary. Stimpaks oder was? Ja, so Blue Flask. Achso, einfach diese Flaschen. Die habe ich hier vorne reingemacht. Hier in diesem ersten Schrank. Das sind alle Sachen, die wir aus dem Labor unten hatten. Da sind schon 30 Blue Flasks drin. Steampacks sind auch eigentlich eine geile Idee, die mal mitzuführen. Mal die ganzen Samen so. Raus. Snowball. Leather. Leather im Nether. Schneeball, Leder. Leder habe ich gesehen, hast du da vorne drin. Mache ich das auch mal dazu? Ein Gold-Ori, muss ich noch brennen? Eins alleine reicht aber auch nicht, ne? Denk dran. Ach, deswegen. Ja, genau, das habe ich noch gesucht. Gold, ja, genau. Gold haben wir auch ein paar Mal gefunden. Oder? Aber so viel Gold haben wir dann auch wieder nicht, ne? Nee. Weißt du was? Ich glaube. Hier unten wird es auch so merkwürdig, wenn man springt, ne? Hier unten hat man auch voll die hohe Gravitation. Niedrige Gravitation. Low Gravity-ish. Und kann es sein, dass die möglicherweise einfach hier unten irgendwas aufgebaut haben? Eine Maschine, die das verlangsamt? Das wäre nämlich cool zu wissen. Dann könnte man das nämlich bei uns oben auch aufbauen, dass sie so einen gewissen Radius hat, weißt du? Könnte ich mir vorstellen. Weil oben an den Dingern war es dann auch so komisch. Aber auch nur oben. Serverschränke werden es nicht sein. Okay, so, dann schmeiße ich hier noch meine Kohle rein. 72 Kohle. Jetzt haben wir 226 Kohle. Brauchen wir auch erstmal nichts. Oh, hier ist Lava. Oh, 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 oh. So, jetzt schauen wir mal, wie wir eine bessere Axt bekommen können. Stimmt, ja. Oder halt, sollen wir erst das Distress Beacon machen, weil sonst kommen wir mit der Quest nicht weiter. Können wir auch machen, ja. Baut ihr schon mal eins? Ich komm hoch und baue mir dann auch gleich eins. Okay. Oh, voll den Kopf gestoßen an so einem kleinen Scheißding. Erstmal meinen Kram rausholen, was man dazu braucht. Hol dir ruhig mal alles raus einfach. Also alle gebrannten Bars. Also Copper braucht man auf der einen Seite, dann Iron. Silver. Was brauchen wir noch? Nimm einfach alle Bars mal raus, dann siehst du, passt das ja. Ist die richtige? Ja. Und Holz. Holz hast du ja, wirst du so dabei haben, ne? Sind dabei. Jü. Distress Beacon. Ich mach jetzt mal 20 Stück einfach. Ne Quatsch, geht gar nicht. Craft. Jetzt ins Inventar schauen, hab ich's. Jetzt wirklich? Okay, ich hab's. Dann legt man gerade die ganzen Sachen back, genau. Nicely done. Ich mir auch I suggest you gear up before placing. Am besten liest du es vor, weil man sieht dann bei dir auch den Text. Ich lege hier jetzt wieder alles zurück. Stimmt, ja. Genau, danke, danke. Gold, das hier, Copper, Iron, Platinum, das brauchst du aber, glaube ich, nicht. Nee, gut, okay. Guck mal, ob du oben noch was in der Liste hast. Da versteckt sich nämlich bei mir immer Zeug drin. Stimmt, das ist gar nicht... Das ist ein bisschen verwirrend bei dem Spiel. Das ist nicht Teil des... des Rucksacks. Das ist wie ein eigener Rucksack da oben. Ja. Ist da irgendwas drin? Nee, nichts Wichtiges drin. Okay. Dann werde ich es mir auch herstellen.
Ich denke mal, dann halt passieren müssen. Wo ist es denn? Da ist es ja. Distress Bacon Craft. Quest complete. Nicely done. I suggest you gear up before placing it. You never know who will receive it. Oh, das hört sich aber bösartig an. Also wenn die sagen, dass wir aufpassen sollen, wo wir setzen, dann setzen wir es am besten einfach irgendwo, gehen wir ein Stück weg. Nicht, dass hier in unser Haus irgendwie schaden. Dass irgendwelche Einbrecher kommen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das guck mal, die Figur, die ist sehr wertvoll da draußen, ja, gell? Wie sie da steht. Also verteidigen dir, kommt keine Sau rein. Boah, bin die Viecher. So, okay. Sollen wir einfach zu den Robotern gehen, an ihre Festung und es dahin bauen? Hier, bei den Humongolos. Egal, ja, warum nicht? Okay. Willst du deins zuerst setzen oder soll ich meins setzen? Setz mal deins. Okay, Achtung, ich setze es dahin. Beep, beep. Zwei Schaden bekommen. Oh mein Alter, guck mal da oben. Was ist das? Pinguin? Boah, das hat was. Alter, das ist da oben reingefallen, das Teil. Pinguine! Geil, Pinguine! Ja, es hat Feuerschaden, wie geil. Echt? Oh, fuck, geil. Oh mein Gott. Ich mach's kaputt, Lorn! Hier können wir vielleicht mit Pfeil und Bogen gut arbeiten. Aber Vorsicht, renn nicht zu unserem Haus, nicht, dass es da irgendwie plötzlich voll rumnippelt, wisch. Rechts ist auch ein Vogel, lass mal ein bisschen links halten, genau. Greift da auch noch an. Aua! Alter, das gibt's doch nicht. Ey, das nimmt ja fast gar keinen Schaden, das Teil. Wollte das Ding nicht ursprünglich. Aua. Guck mal! Boah, jetzt gebe ich es ihm richtig. The Mokno. Boah, fuck! Da kommen unten irgendwelche Viecher raus. Das ist ein Pinguin. Ey, was? Was gesprungen, ey. Guck mal, wir können auf die Höhe von dem Teil. Boah, guck mal, wie es da oben sich anhaut. Ich hab den Vogel die ganze Zeit getroffen, ne? Das Gute ist, denn seine Soldaten kommen nicht so weit hoch. Diese komischen Pinguine, die da mit MGs rumschießen. Alter, das ist ja wirklich abgefahren. Wo ist denn das Ding hin? Das ist genau über uns, ne? Kriegt es Schaden? Nee, doch, ne? Doch, jetzt nimmt Schaden. Ich glaube, wenn das Schiff kaputt ist, weißt du, wir gammeln einfach. Die Soldaten wahrscheinlich kaputt. Oh. Oh, boah. Oh. Alter, hat Raketenwerfer der Soldat. Vorsicht. Da ist noch einer. Komm mal weg. Fressen. Oh fuck, der ballert die ganzen Gebäude. Das ganze Gebäude weg, ey. Gott sei Dank waren wir jetzt zu Hause, ey. Das ist geil. Das sind doch Mini-U-Boote. Voll die Mini-Mognos. Genau. Das wäre ein U-Boot, das hin. Oh, guck mal, das ist optisch auch schon ziemlich kaputt. Wir zerstören es. Was war das? Ja, danach kommt deins auch nochmal, ne? Wenn das gleiche wiederkommt bei deinem Distress Beacon. Ja, das stimmt, ich habe ja die Quest auch noch. Super. Dann wird die Burg hier ordentlich Schaden nehmen. Oh, die schießen so Mini-Laser, die kleinen Dinger. Oh fuck! Das ist abgestürzt. Also das hat mich voll gerammt, das Kackviech, ne? Die machen jetzt auch weg? Ich glaube schon. Ja, die sind jetzt auch. Ne, da unten höre ich dann noch was ballern. Oh, fuck. Achtung. Warte mal, ich hab doch. Warte, ich hab die Granaten dabei, die können wir. Achso, warte. Okay. Stell dich hier hin von dir. Oh, Vorsicht! Achtung! Komm schon. Sag mal, wann geht denn das Ding hoch? Ja! Voll den Kerl gekillt! Macht sich jetzt echt bezahlt, glaube ich, hier. Die kannst du schön wegholen. Von der Ferne. Dann stell mal deinen Distress Beacon auch auf. Das hat mir jetzt übrigens was gedroppt. Das hat mir ein Molten Core gedroppt. A very powerful Molten Core can be used to craft a metal workstation. Also dann doch wieder eine erweiterte Station, Baustation, wo wir geilen Scheiß bauen können. Ja, du musst noch aktivieren, das Teil, ne, mit E. Also habe ich zumindest bei mir gemacht. Dann nehme ich schon mal meinen. Boah, okay. In die Hand. Bei mir jetzt gerade voll gehangen, ne? Du bist gerade an dem Dingens hier oben gehangen. Wir kommen gerade so hier hoch. Ich könnte. Guck mal, wie ich es penetriere. Hängt das da fest gerade? Geil. Ja, ich glaube schon. Jetzt auch mal eine Waffe. Guck mal, der Pinguin da oben, wie er drin steht. Wie er in seinem Teil drin hockt. Alter, das war ja mal ein Kinderspiel. Das hat nicht mal seine Gehilfen gespawnt, ne? Das war lächerlich. Da ist dein Molten Core. Ein Multicore-Prozessor für meinen PC. Oh yeah. Oh, Pinguine. Mach. Bam, bam. Ah doch, die sind ja doch gespawnt, okay. Alter, wie mich anschießt, der Pinguin. Okay, lass mal wieder schnell in die Bude gehen, ist dunkel. Können wir eine Banane noch fressen? Das war ja fett. Das war richtig geil. Aber was für ein Einfall einfach, weißt du, so ein fliegendes Teil mit Pinguinen drin, ey, ich fass es nicht. Die Pinguin-Föderation greift an. Ich weiß nicht, was Pinguine für Kampfgeräusche machen, aber sie sind sicherlich verstörend. Ich werde jetzt mal so eine mit Metal Craft Dingens
versuchen zu craften. Wir haben jetzt das Ersatzteil quasi dazu. Ne, irgendwas fehlt noch. Da braucht man einen Iron Anvil. Hast du dann doch zuerst? Falls ich das schon. Guck mal, ob. Oh, wir haben noch genug Iron. Ich stelle mir gerade mal eins her. Ich gebe dir dann das Iron. Ich schmeiße es dir dann gleich hin, okay? Halt, jetzt habe ich gerade irgendwas weggeschmissen. Oder? Hier, Iron Anvil baue ich einfach 8 eiserne Bars. Ich habe meine Waffe weggeschmissen. Für diesen Amboss. Ich nehme mal 8 raus.